Wenn ich keine Kinder hätte, würde ich keinen Tag länger in Deutschland verbringen. Aber nicht, weil ich es hier so dermaßen furchtbar finde, sondern weil ich einfach überall rumreisen würde. Denn ich bin jemand, ich habe kein Zuhause. Ja, wir haben unser Haus und das ist auch schön eingerichtet. Ich würde aber nicht sagen, dass Leipzig mein Zuhause ist. Ich würde sogar sagen, es gibt keinen Ort auf der Welt, den ich so nennen würde. Ich habe schon mein ganzes Leben lang das totale Fernweh in mir und möchte immer wieder was Neues sehen. Und es gibt einfach so Länder, die haben eine magische Anziehungskraft auf mich. Das eine ist Schottland, wo ich froh bin, dass ich diesen Sommer endlich wieder hin kann. Und dann möchte ich unbedingt mal länger nach Japan das Land entdecken und die Kultur kennenlernen. Aber wenn ich keine Kinder hätte, dann würde es mich nie lange an einem Ort halten. Ich würde ab und zu mal meine Family besuchen, aber sonst glaube ich nirgendwo eine feste Wohnung haben. Ich würde einfach schauen, wo zieht es mich gerade hin, wo habe ich gerade Lust drauf und dann ab dafür. Mit Kindern, spätestens wenn sie in die Schule gehen, geht das einfach nicht. Denn die brauchen eine feste Basis, wo sie sich wohlfühlen. Ich weiß aber, wenn meine Jungs mal groß sind, bin ich nicht super alt und habe immer noch ein Leben vor mir. Und da werde ich mir definitiv viele Träume erfüllen. Am liebsten natürlich mit den beiden zusammen, aber irgendwas, irgendein riesiges Abenteuer, das werde ich irgendwann nochmal ganz alleine machen. Habt ihr lieber ein festes Zuhause oder seid ihr auch so ein rastloser Typ wie ich?